Moin Moin, ihr Nerd-Taster! Adventskalender, Türchen Nummer 12! Oh. Ho, ho, ho! Ja, was hat das Türchen heute zu tun? Natürlich mit Star Wars. Und was gibt's natürlich auch von Star Wars? Lego Star Wars. Und dank Blue Ocean darf ich heute euch nämlich das hier Geiles zeigen. Nämlich die Lego-Zeitschrift Dezember 2018. Haben sie mal mir kostenlos gesponsert zum Rezensieren. Und am Schluss gibt es natürlich auch ein cooles Gewinnspiel. Also dranbleiben. Bitte nicht vorskippen, angucken, ne? Sonst gibt es hier eine Route für euch. Ja, was muss man eigentlich generelles wissen? Eigentlich nicht viel. Ihr wisst ja, es ist eine Lego Star Wars Zeitschrift, die jeden Monat rauskommt. Die wird vertrieben durch Blue Ocean. Die haben die Lizenzen für halt das für dieses Lego Star Wars Franchise. Ja, von Disney hier und das. Und da gibt es natürlich ziemlich coole Comics drin. Meistens ist hier auch noch eine Trading Card drin. Und halt das Set. Ja, also das Lego Aufbau Set. So ein kleines. Und das ist für dieses Mal der Sternzerstörer. Was ziemlich cool ist. Der landet dann auch dann oben da irgendwie rein, irgendwo. Und ja, Nummer 42. 35 Lego-Teile ist dieses Teil. Und ich würde mal sagen, wir machen das mal kurz auf. Ja, da ist es jetzt auf jeden Fall. Da könnt ihr dann mal kurz hier reinsehen, wie das aussieht. Das ist jetzt nichts Spannendes, ne? Hinten hier nochmal ein bisschen Werbung. Und ja, ich sag ja generell, könnt ihr dann mal sehen, was so überhaupt so abgeht in diesem Heft. Ja, also es ist nicht das... Ihr seht ja, es gibt einen Comic, es gibt dann nochmal einen zweiten Comic. Einmal mit vereinten Kräften, Rätsel für die Kiddies, ist hier eher was... Ja, okay, ihr könnt es natürlich auch als Erwachsene holen, so ist es nicht, ne? Wenn ihr mal eine Pause Langeweile habt auf der Arbeit oder was weiß ich, ihr seid in der Bahn. Ihr wisst ja, Verspätung wird sich jetzt ja wieder einleiten. Die sind ja gerade am Streiken, aber... Trotzdem, es gibt natürlich auch eine Fanpage, Vorschau mit Impressum und das Duell. Also, ihr habt ziemlich viel zu gucken. Ich finde auch immer, dass sie sehr ja, mit Herzblut gemacht sind, diese Zeitschriften. Da muss man mal so Blue Ocean loben. Also es gibt natürlich auch schlechte Zeitschriften, wo man denkt, naja, was soll das überhaupt? Aber naja, egal. Das ist auf jeden Fall von Blue Ocean nicht schlecht gemacht. Ja, ihr könnt natürlich, wie gesagt, hier, da sind natürlich ziemlich coole Comics drin. Ich will jetzt auch nicht so ausschweifen, weil ich habe ja schon mal sowas gemacht in der Art. Also könnt ihr nochmal hier gucken in der Infocard. Aber sind hier auch ziemlich cool gezeichnet, koloriert und so weiter. Ja, und so von den Stories her finde ich auch nicht schlecht, weil ich musste schon öfters mal einen vorlesen für meinen Sohn. Der hat die jeden Monat. Also wir haben die jetzt eigentlich so beziehen die immer. Aber mein Sohn, der kann sich nicht entscheiden, ob man einen Jago haben will oder auch Star Wars. Deswegen habe ich jetzt auch kein Abo, aber wir sind wirklich jeden Monat, kaufe ich sogar selber aus meinem eigenen Geld halt diese Zeitschrift, ne? Ja, und dann halt gibt es hier so eine kleine Vorschau, ein cooles Poster, Zeichnungen, was die Kinder so gemalt haben, oder vielleicht auch ihr. Ja, und nächsten Monat, sehr cool, muss ich mal so sagen, das ist der Luke Skywalker als Figur. Ich glaube, den muss ich mir wohl auch noch mal gönnen. So, da ist aufgebaut, der Sternzerstörer. Ja, wie ihr sehen könnt, 35 Bauteile, ein schon cooles Teil, muss man mal sagen. Wenn man sich mal irgendwie keinen großen, sagen wir mal, sich kaufen oder leisten kann, der kann sich so ein kleines vielleicht hinstellen in die Sammlung. Vielleicht hat man auch Platzprobleme, wie ich das ja so eine Art habe, ne? Und ja gut, hier wird so irgendwie alles rausfliegen, aber woanders reinkommen, aber trotzdem egal, ist ein anderes Thema. Und ja, ich finde ihn ganz cool gemacht, ne? Also vom Design her haben sie das einfallen lassen. Ja, und ich würde sagen, das ist mal ein cooles Bauteil. Finde ich jetzt eine Art, kann man machen. So, und was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mal schon mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr, glaube ich, das kaufen wollt, ich muss mal gucken, ob ich einen Amazon-Link finde. Sonst könnt ihr natürlich, ja klar, ein Kioskgeschäft das kaufen. Die kostet 3,99 €. Wie gesagt, kommt jeden Monat neu. Und ich mache euch mal einen Amazon-Link rein. Vielleicht habt ihr Bock, darüber zu bestellen. Gut, das ist das Bauset gewesen, die Lego-Zeitschrift. Was könnt ihr gewinnen? Was hat Blue Ocean erstmal gesponsert? Gratis an mich für euch. Nämlich das hier. Wow, einmal ein Trading Card Set für eine Person, die das gewinnen kann, mit drei Boostern. Hier Kylo Ren Booster, könnt ihr ein bisschen näher sehen. Da, so, könnt ihr sehen, 7,99 € kostet so ein Ding. Ab 5 Jahren, 5 Booster plus limitierte Karte Nummer 23, Rey vs. Kylo Ren, plus Lego Star Wars Minifigur. Ah, da sind sogar Minifiguren drin. Das ist ja schon mal eine coole Sache von denen. Und davon habt ihr, gut, hier ist keine drinne. Da ist auch eine drinne, in der hier. Also erstmal machen wir weiter hier. Ich bin hier. Ja, und da ist einmal Yoda. Die könnt ihr dazu bekommen. Boba Fett. Vielleicht ist ja auch die Boba Fett-Figur da drinne. Macht ihr auch nicht scharf hier jetzt, ne? So, die könnt ihr auch noch dazu gewinnen. Und
die sind hier aber nicht drin, ne? Aber das sind trotzdem, die gehören auch dazu. Ein kleinen Batzen Trading Cards dazu. Ja, was müsst ihr machen? Ihr wisst es ja, immer ein Gewinnspielformular ausfüllen. Das wird in Zukunft auch so weitergemacht. Und das läuft natürlich bis zum 30.12. ab 14 Jahren. Ganz wichtig, wenn ihr mitmachen wollt, weil ihr unter 14 seid, dann fragt einfach eure Eltern. Die machen da für euch mit oder keine Ahnung was, ist mir ja egal. Hauptsache, es kommt in gute Hände und ihr freut euch darüber, ne, und spielt damit oder was weiß ich in der Art. So, ich würde sagen, natürlich Dankeschön an Blue Ocean und so gesehen ja strich bisschen Lego, aber die haben es ja nicht gesponsert, nämlich Blue Ocean. Ne? Und ich würde sagen, Leute, ne? Ja, wir sehen uns in 2 Tagen wieder beim 14. Türchen und natürlich kommen immer so nach und nach ein paar andere Videos rein. Ich muss noch sowas zu Sicario 2 machen. Avengers Endgame wird natürlich auch einiges hier thematisiert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ne, lasst gerne ein Abo da. Und ihr wisst, ich mache mir immer Mühe und will natürlich noch mal ein paar andere Sachen machen, wie natürlich in der Nerdschule, Nerdcheck und in 5UP. Also seid gespannt, wie was noch einiges passieren wird im nächsten Jahr. Wird das noch ein bisschen mehr ausgegriffen, werden andere Sachen ausgelagert, werden nicht mehr kommen. So, ich will nicht mehr so viel Rezension machen zu irgendwelchen Blu-ray-Sachen, aber auch mehr Fakten-Sachen und was weiß ich. Ich labe mich hier auch schon um den Tod. Ich würde sagen, Leute, bis dahin und schauen. Bam!